So, hallo und willkommen zu einem neuen Spelunky-Teil. Da heute ein neuer Tag ist, wie gesagt, zum letzten Mal, fangen wir wieder von vorne an. Aber nachdem der Markus mittlerweile ja Profi ist. Ich bin Profi, ich habe vorhin 5 Sekunden gespielt. Müssten wir es normalerweise schneller in den Dschungel schaffen und von da aus weiter. Ich würde einfach mal sagen, ich faile heute nicht. Wir hoffen's. Jetzt weiß ich, warum ich gefailt habe. Der Bildschirm ist so schräg. Schieb alles auf den Bildschirm. Natürlich. Ich weiß zumindest jetzt, wo die Laufentaste ist. Yay. Ui. Geht gleich besser, ne? Ups. Aber wenn du dich entscheiden kannst, wo du hin möchtest, würde ich dir auch folgen. Achso, du willst mir folgen. Na. Ich weiß, wo hier. Du hinläufst, nicht unbedingt. Gut, du kannst hochlaufen. Kannst auch die Kiste zerschlagen. Was war das jetzt? Einfach ein anderer Diamant. Oder Rubin oder Saphir oder. Irgendwas, was. Was ist das Blaue? Weiß ich nicht. Da weiter. Weiter hüpfen. Ja. Jetzt aufpassen, dass ich mir den auspeitsche. Ja. Obwohl das einfach Spaß machen würde. Ha! Solange du mich nicht wieder erschießt, wie beim letzten Mal. Ich hätte keine Instant-Wiederholung von meinem Sprung mit inklusiven. Das bauen wir im Nachhinein ein. Ich kann mich noch letztes Mal erinnern. Du hast jetzt die Shotgun. Pass auf, dass du mich nicht erschießt. Erster Gegner. Ah! Ja, es dauert eine Zeit, bis es vom Kopf. Achtung, Falle. Ah, gut, dass du es sagst. Danke. Ja, ich werde es öfter sagen. Gut, dass wir ein gemeinsames Konto haben. So. Die runter? Geh mal zu mir hoch. Ja. So. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal hatten, aber da oben ist so eine Kiste. In die Kiste sind immer irgendwelche Items drin. Manchmal gut, manchmal nicht so gut, aber eigentlich immer irgendwelche Items. Es gibt dann immer, man muss immer, pass auf mit der großen Spinne, man muss immer abwägen, ob es wert ist, eine Bombe dafür zu riskieren. Ich mach's hier einfach mal. Und hoffe, dass was Anständiges drin ist. Normalerweise, hier oben ist immer auch noch eine Kiste. Normalerweise würde ich maximal nicht mehr als eine Bombe verschwenden. Na, hier kriege ich ein neues Bombenpack mit 3, also hat sich zumindest etwas gelohnt. Haha, ich kann blind spielen. So, ich frage mich, wie wir jetzt darüber kommen. Springen? Ah, ist zu weit. Ist auch zu weit. Muss ich. Mach mal keinen Schmarrn. Ich? Ja. Keinen Schmarrn? Ach, da brauche ich doch keinen Hinweis. Hui, war knapp. Ich immer schmarrn machen. Ach, der hat aber jetzt selber weggeschmissen. So wie die Damsel fliehen, ja, weil du dich an die Kante festgehalten hast. Ja, die Diener auspeitschen. Machst du das daheim auch immer? Nein. Erst auspeitschen, bevor du es hochnimmst? Höchstens aus Versehen. So. Kauf uns mal ein paar Bomben. Hier kriegst du ein paar Bomben. Yippie. Ich kaufe auch mal welche. Nein! Geh schnell durch die Tür! Schnell! Schnell! Was ja, hast du ich habe die falsche Taste gemacht? Gedrückt. Wer hat diesmal die falsche Taste gedrückt? Was ich habe sie geklaut. Okay. Ich bin, wenn ich alleine spiele, gewohnt, die Sachen zu klauen. Also du hast die falsche Taste gedrückt. Ich nur mal die, fürs Protokoll, ja. Ne? Okay. Merkst dir? Ja. So, ja, wir sind alle du musst mich wieder beleben. Ich kann dir aber ein bisschen behilflich sein als Geist. Ja. Hier oben bin ich, hier oben bin ich. Ja, ich wollte erst die Spinne. Ah, ja gut, das glaube ich schaffe ich. Yay, danke. So. Nimmst du die Kiste? Nimm ich das hier? Wow! Hast du ein bisschen der Bombenfanatismus? Nein, es war gerade eine Bombe in der Kiste drin. Okay. Das kann auch ab und zu passieren. Hast du die Falle ausgelöst? Ja. Ja. Es kann auch ab und zu passieren. Wie wir jetzt sehen, du bist jetzt praktisch der Leader. Du hast die Fahne. Wir gehen alle den Bach runter. Ich muss dir folgen, weil du bist praktisch der Herr des Bildschirmausschnitts. Wie kann ich da wieder nach unten gucken? Einfach länger nach unten bleiben. Ah, okay. Das kriegen wir hin.
Mit Dämsel. Hallo? Wie habe ich den jetzt umgesetzt? Der war davor schon verärgert von der letzten, vom letzten Level. Ich habe aber gehofft, dass wir es wenigstens ein bisschen Dschungel schaffen. Ach, das wird's definitiv. Aber Shopkeeper ist tot, guck, weil er selber in die Stacheln gesprungen ist. Das heißt... Ich bin tot, der Shopkeeper ist tot. Das war doch einfach ein guter Tag, oder? Und wir können seinen Shop auch noch plündern. Ja, ich würde auch gerne was mitnehmen. Ja, ich nehme jetzt auch mal was mit. Komm, Damsel, bring mir was mit. Hier siehst du, es ist immer einer am Shop und einer war am Ausgang. Mhm. Aber wir haben jetzt beide entschärft. Shopkeeper entschärft? Yep. Wunderbar. So. Dann können wir die Damsel noch mitnehmen. Mhm. Falls sie noch lebt, ja. Was haben wir hier Feines? Das war der Freeze Ray. Mhm. Kann ich Gegner freezen? Siehst und dann cool. Alle mit einem Schlag töten. Cool. Da war auch ein bisschen Gore dabei. Oh, volle Kanne. Es ist hier einfach Webgun. Ich kann Spinnennetze erzeugen. Langweilig. Ja, vor allem, weil du jetzt so toll wieder hinkommst. Wie war das gerade mit dem Auspeitschen? Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Nee. Okay. Passt. So, Damsel retten. Shotgun mitnehmen. Nächstes Level. Irgendwie hast du vergessen, Markus retten. Wiederbeleben. Das geht ja erst wieder im nächsten Level. Du bist ja in diesem Level gestorben. Ich weiß. Zumindest sind wir jetzt bei 1-4. Nahe am Dschungel. Tadam. Ein Vorteil hat's, ich kann dich jetzt nicht aus Versehen töten. Das tut mir aber leid. Nee. Hey, kann ich die? Wolltest du die zu mir schubsen? Nein, auf die Stacheln. Ach so. Ich hab sie auf die Stacheln geschubst. Wahrscheinlich. Sie sind rot. Und wenn der zu nachzögern würde... Ja, sonst dann wäre es einfach. Oh, das ist böse. Hier unten ist der Schlüssel. Für die Kiste? Ja. Du bringst dich bloß um, wenn du das machst. Probieren wir es halt mal, ob wir genug haben. Eins. Ich hätte noch drei, wenn ich noch leben würde. Ich habe deine mitgenommen. Na, da wäre ich so auch hochkommen. Ja. Wir merken auch, dass Regen und Spielen gleichzeitig schwierig nicht ist. Die Intelligenz beim Spiel fördert. Vielleicht sollten wir Frauen let's playen. Kein Kommentar. Hey. Markus, wie hast du das gemeint? Wir können reden und spielen gleichzeitig. Ach so, na klar. So, das ist jetzt schwierig, wenn es unten so ein Geh ganz... Geh mal weg, ich versuche eine Bombe zu werfen. Ja, du kannst versuchen, aber du hast keine. Ja. Wirf du eine Bombe. So, vielleicht sind wir ein bisschen gemein, weil der eigentlich kein festes Pattern hat. Nein. Ein Versuch haben wir noch. Ja, weißt du, was dieser andere Versuch macht? Ach komm, das kann... Ja, vielleicht fällt er in die Dinge. Ja. Ui. Der schießt ja einfach was wild rum. Ja. So, Level beendet. Dschungel, yuppie! Bin so froh, dass du die Fahne hast. Hey, wir sind im ersten Versuch in den Dschungel gekommen. Hey, ich habe die Schlange auf der Punktzahl von 0 und ich bin noch nicht gestorben. In diesem Level. Also, und nicht so gestorben, dass wir beide hier Neuanfang hätten müssen. Geh mal hinter mich. Ist jetzt immer ein bisschen gemein mit der Shotgun. Müssen wir immer abstimmen. Das ist was mitkommen. Da immer aufpassen, da kommen oben und unten Stacheln raus. Und zwar immer, wenn irgendwas nahe ist. Ja. So wie du zum Beispiel gerade. Aber ich war schneller. Das klingt wie so noch Shopkeeper-Sound technisch. Korrekt. Achtung, der explodiert, nachdem du ihn getötet hast. Fuck. Glaube ich, ist auch böse.
Ja, da gibt's nichts. Also kann man zurück. Den Baum, da kannst du klettern oben, also egal. Ja, von Ast zu Ast wahrscheinlich, ne? Nee, nicht nur von Ast zu Ast, du kannst auch mittendrin hängen bleiben. Oh, okay, cool. Siehst. So, Shopkeeper. Und wir haben keine Ressourcen. Pickel. Das könnte spannend werden. Geh mal auf die Stufe über mich. Ja. Genau, bleib mal da stehen. Ja. Ich versuche das Problem zu lösen. Kannst du irgendwie gerade runterspringen? Und ja, okay. Netterweise bist du gewonnen. Ach, das ist ja ein Traum. Skill hier. Ja. Ich komme jetzt irgendwas mit, wie zum Beispiel. Ja, Bomben. Dann. Und Bomben. Geh weiter, genau. Sehr gut. Was soll doch die Dinge verwenden? So, Achtung, ich entschärfe jetzt einfach mal diese Stachelfalle. Kann man in die Luft springen und weg. Die Pflanzen kennst du vom letzten Mal? Ja. Nicht draufspringen. Nicht draufspringen. Ja, beim letzten Mal haben wir gar nicht so weit gespielt. Genau, du kannst, das ist einer der wenigen Gegner, die du nicht draufspringen kannst, weil die frisst dich. Ja, schade. Zu dir, Damsel, können wir nicht. Zumindest nicht ohne Bombe. Ja, Bombe wird sie aber auch ein bisschen töten. Es lief so gut, Mensch. Also die Aktion war stark. So ein Versehen. Und jetzt muss ich es wegspringen, weil ich deine Sachen haben will. Sehr nett, danke. Spring so. Im Bett. Wir brauchen zu lang. Wir reden zu viel. No. Dann brauchen wir Soundeffekte. Schau mal. Zum Beispiel. Wir sind schon beim zweiten Level vom Dschungel. Heute spielen wir es durch. Möglich. Ja, wir haben jetzt die Hinweis, wo der Ausgang ist. Ja, Kompass haben wir eingesammelt. Hier haben wir einen kleinen Neandertaler. Hätte jetzt eher als Sklave. Weil er, das sieht so aus, als hätte er eine Mütze auf, ne? Ja, ich glaube, es sind eher Haare. Ich hoffe für ihn. Ah, siehst du, wie unser Auge ausschlägt? Ja, da ist nämlich mein Grab. Achso. Das heißt, das Auge schlägt aus. Ich habe angesprochen, die Kiste, dann kriegen wir dieses Auge. Und wenn das ausschlägt, kommen wir zum geheimen Level. Mhm. Danke, dass du die Falle wegräumst, sodass Meckler wieder sterben wird. Schau, jetzt reagiert es sehr stark. Machen wir da auch noch weg. Tada! Eingesammelt. Yippie! Und du bist wieder da. Ich lebe. Okay, da wir die Shopkeeper verärgert haben, ja, sage ich jetzt schon mal vorweg, was in diesem geheimen Level ist. Es ist der Black Market. Im Black Market sind ungefähr, wenn wir nachdenken, ich glaube 7. Ah! Ja. Okay, jetzt können wir es uns einfach anschauen. Ich schaue noch, was hier drin ist. Bomben. Okay. Das Problem ist, ich habe kein Seil mehr. Das heißt, es könnte sein, dass ich gleich sterbe. Komm einfach meins auf. Du hattest auch keins mehr. Diesmal wollte ich nicht failen. So. Das Doofe ist, wird auch noch alles auf Video aufgezeichnet und ausgestrahlt. So. Hat's gesehen? Black Market, viele Shopkeeper, viele Shops. Wenn sie verärgert sind, schwer. Meine normale Taktik ist, wenn ich ein Seil habe, ich schieße es sofort hoch und stecke mich in die Ecke und warte bis die Situation ab, wo ich möglichst sicher runterspringen kann oder und zu schießen anfangen kann. Bomben runter. Richtig. Das Problem war, ich hatte jetzt kein Seil. Ja, wir haben 12 Minuten durchgehalten. Also echt. 12 Minuten durchgehalten, Dschungel 2-2 und Start Black Market. Ich glaube, das war nicht schlecht. Und mein Tod vergessen wir einfach. Und hat keiner gesehen. Gleich nochmal rein. Nachdem wir bloß 12 Minuten waren. Nur 12 Minuten? Wir kommen das vor eine halbe Ewigkeit.
Du hast sonst die meiste Zeit gar nicht gespielt. Ach, ich habe versucht nicht zu sterben. Wo bist du? Ja, ich bin hier. Ich habe versucht die Kante runter zu springen. So, ja, die Falle hat's. Müssen wir entschärfen. Das kann ich. Das kann Na, ja, so geht's auch. Nicht schlecht. Ich würde jetzt gern sagen, bei diesem Versuch versucht man keine Shopkeeper zu verärgern. Aber ich weiß nicht, ob ich das garantieren kann. Du bist doch hier der Shopkeeper-Spezialist. Richtig. Warum hast du jetzt diese Truhe mitgenommen? Einfach so. Weil ich es kann. Okay. Kopfhörer ausgefallen. Super. Ich habe hier mehr Kabel als Instrumente. Ich glaube, wir müssen uns wirklich nebenbei aufnehmen auf Kamera und dann Best of Technical Difficulties machen. Das ist mein Gesichtsausdruck, muss man sehen, wenn ich da hier einen Millimeter daneben springe. Millimeter? Ja, doch. Oh, ich bin unverwundbar. Ja, du bist ein Geist. Hey, ich kann mich auch drehen. Echt? Wie geht das? Y nennt sich die Taste hier. Cool. Gelb. Gelb? Das ist ja primitiv. Shopkeeper und verkauft nur Bomben. Das ist ja langweilig. Ich würde gerne mal schönere Items zeigen. Wie zum Beispiel mit goldene Bomben. So, ich riskiere es jetzt einfach und hoffe, dass hier was Anständiges drin ist. Danke, dass du die Fledermaus genau unter mich... Ich habe sie losgelassen, dass du drauf springen kannst. Das war nur ein Seil. Langweilig. Sonst wäre sie ja losgegangen, wenn du runtergeflogen wärst. Nein, wenn ich zum Beispiel am selben Level stehe, dann kommen sie noch nicht. Erst wenn ich eins drunter stehe. Okay. Ich weiß, du hast es, wenn ich recht habe. Ich muss wieder aufpassen, dass ich nichts klaue. Hallo, schöne Frau. Ja, ich kann dich auch. Okay, Entschuldigung. Ui, ui, ich glaube, dir gefällt der Geist mehr als das richtige Männchen rumzulaufen. Dann kann ich nicht sterben. Aber als Geist kriege ich auch keinen Knutscher, also von daher. Webgun, die nutzloseste Gun im ganzen Spiel. Hey, vielleicht bringen sich die gegenseitig um. Ah, hier haben wir mal schöne Items. Hast du das hantiert? Was? Dich wieder zu beleben? Oh. Probieren wir es einfach mal. Immerhin hast du 4 Leben. Ja, ja. So, aber Achtung, Spinne. Kann der einfach unten durchgehen? Hä? Hey. Das war keine Absicht. Ha, 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 ha. Imbar, würde ich sagen. Imbar. Achtung. Ne, ich wollte ihn gerade aufnehmen. Was machst du? Nicht, dass ich dich dabei umbringe. So. Wir haben... Du bist zu weit unten. Ja, ich bin da noch. Das geht. So, wir haben ein paar schöne Items. Den haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon gesehen. Climbing Gloves. Wenn ich diese habe, kann ich hier immer hängen bleiben direkt. Und weiter nach oben springen. Und wir haben aber auch... Meiner Meinung nach das beste Item im ganzen Spiel. Jetpack. Jetpack. Kann man's grad leisten. Den kaufe ich mir und überlasse ihn sogar dir. Nein, nein, nein. Ich bin nett. Nimm du. Hau dagegen. Nimm auf mit unten und X. Ja. Und jetzt kannst du, indem du springst und nochmal, kannst du den Jetpack benutzen. Und fast wieder. Du musst aufpassen, der geht irgendwann aus und wenn du dann zu weit fällst. Bist du tot. Bist du tot? Nee, kann ich nicht, oder? Wenn er aus ist, dann kannst du das auch nicht mehr machen. Nee. Also das ist, da ist Vorsicht.
angebracht, aber... Ich dachte, du hättest hier den Schatz geholt. Nee, das ist zu riskant. Also der bringt, glaube ich, in dem Level nur 5000. Und wenn du Pech hast und ein Shopkeeper drauf geht... Ja? Der Jetpack-Fun war von kurzer Dauer für dich. Ich hoffe, es hat erstmal Spaß gemacht. Dann nehme ich wieder. Ich wollte in dieser Folge dann immer rumfällen, Mensch. Weißt du, mir reicht's. Man sollte was sagen. Was sagen? Dir auch. Wieso reicht's mir? Warte. Noch ein Geist ausweichen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.